Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen, ja, Projekt, kann man schon Projekt sagen. Es wird ein kleines Let's Show, Let's Test, mal schauen. Wir schauen uns zusammen Arch Age an, ein, ja, neues Online-Rollenspiel, was doch einiges anders machen möchte als die bisher erschienenen, kann man, denke ich, mal so sagen. Und zwar wird das hier so ein bisschen Sandbox-mäßig aufgebaut werden. Und ja, ich muss ja sagen, ich spiele eigentlich sehr gern Online-Spiele. Ich gebe auch zu, ich bezahle immer noch meinen World of Warcraft-Account. Und ja, und das auch schon seit mehreren Jahren. Ich spiele jetzt immerhin jetzt, ja, 8 Jahre, glaube ich schon. Und ja, da, wenn man so lange dabei ist, dann hört man nicht einfach damit auf. Aber das Spiel hat mich doch unheimlich interessiert hier. Und habe ehrlich gesagt auch noch nie so viel Geld ausgegeben für ein Spiel, zumindest mir das zu kaufen. Das kostet ja als Gründerpaket mit allem drum und dran 129 Euro, glaube ich. Und ja, ich habe mir lange überlegt, hole ich es mir nicht. Habe es mir dann doch geholt, schon vor ein paar Wochen. Und jetzt, wo hier der Client endlich deutsch ist und wir hier in der geschlossenen Beta sind, also heute ist jetzt der 23.8. Und jetzt läuft der Moment vom 22. bis zum 28., 29. die Closed Beta, die vierte inzwischen. Und ja, dachte ich mir, jetzt wird's guter Anlass zur Beta und zum deutschen Client hier mal so ein kleines Let's Show zu machen. Die Alpha, die parallel läuft, ist ja inzwischen jetzt auch deutsch. Mal schauen, ob ich dann vielleicht ein bisschen was aus der Alpha später auch noch zeige. Aber wir sind jetzt hier in der Beta. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch, wie gesagt, ein bisschen was. Und vor allem das Deutsche, das begeistert mich ja. Ich habe mal kurz eingespielt gehabt, habe den Charakter aber wieder gelöscht. Und wir schauen uns erstmal ein bisschen hier an, was es überhaupt gibt. Wir haben hier 4 Rassen, kann man, denke ich, mal so sagen, auf 2 Kontinenten. Hier ist der Kontinent Nuya und Haranya. Ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus. Das Spiel ist ein bisschen osteuropäisch, nicht osteuropäisch, asiatisch angehaucht. Wie komme ich jetzt auf osteuropäisch? Liegt daran, weil das auch inzwischen in Russland schon verfügbar ist. Ist sehr asiatisch angehaucht. Ist dort inzwischen auch schon veröffentlicht. Läuft auch relativ gut. Und der Sprung kommt, wie gesagt, über Russland, jetzt auch hier nach Deutschland, nach Frankreich und natürlich auch in die USA. Und deswegen, ja, sind die Namen und die Wesen, ihr werdet es dann auch ein bisschen an der Grafik erkennen, doch sehr asiatisch alles angehaucht. Auch so ein bisschen hier die Namen, Harani, Firan, na gut, die Elfen sind eigentlich in jedem Spiel dabei. Und die Nuyan. Und ja, ich lese euch das jetzt nicht hier vor, ihr könnt ja Pause machen, wenn ihr das lesen wollt. Wir wollen eigentlich hier ein bisschen was vom Spiel sehen, ein bisschen was erleben, schauen, wie ist die deutsche Lokalisierung, wie spielt sich's, was ist anders, was macht's anders als andere Online-Spiele, warum ist es wert, sich das Spiel zu kaufen, beziehungsweise dann, wenn es erschienen ist, ein Abo abzuschließen. Und ich habe mir entschlossen, ich nehme hier einen Harani und fange hier dann dadurch auch auf Harania an. Ja. Wir haben hier 2 Buffs. Wie gesagt, ihr könnt Pause machen, wenn ihr euch das hier durchlesen wollt. Ich werde es erstmal nicht machen. Werde vielleicht später, wenn ich was von der Alpha zeigen sollte, vielleicht drauf eingehen. Aber wir machen hier erstmal weiter. Ja, und ihr seht es hier schon anhand von der Grafik und allem sehr asiatisch. Wir können hier alles einstellen: Haar, Augen, die Stil der Augen, des Mundes, Lippenfarbe. Die Haut, die Farbe und so weiter und so fort. Wir sollten. Na gut, wir brauchen jetzt hier, denke ich mal, nicht so arg viel rumzuspielen. Die Augenbrauen gefallen mir nicht so ganz. Das ist ein bisschen zu buschig. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Uns mal die Haut an hier. Falten. Ah, okay. Alles klar. Nein, das ist ein bisschen zu alt. Ein bisschen sehr alt. Ja, machen wir hier so. Sieht noch recht jung aus. Die Farbe.
Ihr seht, es gibt schon mannigfaltige Sachen. Lassen wir mal einfach so ein bisschen heller. So, Tattoos oder ähnliches brauchen wir nicht. Bart. Machen wir einen Bart. Auch hier seht ihr, das ist so ein bisschen asiatisch alles mit angehaucht. Gut, so ein kleiner Bart wäre, denke ich mal, toll. Machen wir so einen kleinen 3-Tage-Bart. Ja, gut, nehmen wir so einen kleinen 3-Tage-Bart hier. Das passt. Die Augen ansonsten passen ja, die Farbe. Und die Haare, ja. Ich glaube, in-game gibt es dann noch mehr Frisuren. Also das heißt, da gibt es dann wohl auch einen Shop, wo man sich dann ein bisschen aufstylen kann. Und da gibt es dann wohl auch mehr Frisuren, als man hier am Anfang zur Auswahl hat. Ja, gut, das sieht so ein bisschen asiatisch aus, das passt. Looks kombinieren. Hier kann man dann, wie gesagt, auch noch die Details einstellen. Wir könnten jetzt hier den Mund noch verändern, den Kopf. Wobei, ja gut, ein bisschen hier an den an Wangen, was schon mal ein bisschen schmäler. Mund. Na gut, das sieht alles so ein bisschen... Lassen wir mal so. Ihr könnt übrigens hier dann auch noch in den Details alles einstellen. Ja. Sims 4 lassen grüßen. Lächeln. Ja, gleich mal Zähne zeigen. Okay, das passt. So, die Nase. Das sollte schon eine eher kleinere Nase sein. Ist ein bisschen zu platt vielleicht. Ja, ist jetzt nicht vielleicht die wunderschönste Nase, aber passt. Und die Augen sollten schon große, offene Augen sein. Ja, so halb geschlossen, sieht ein bisschen kritisch aus. Wir mögen das lieber offen und ja. Dann gucke ich auch nochmal bei den Frisuren, die gefällt mir noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Zopf, naja. Ja, dann lassen wir so eine kleine Ruby-Frisur. Was haben wir hier noch? Ja, es gibt zumindest mal... das sieht schon fast aus hier wie eine Frau, ehrlich gesagt. Von der Frisur her. Also die Frisur überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Gibt allerdings doch mehr als bei WoW. Ja... Wir sind ja auch nicht hier bei Poser, wo man Frisuren kreieren kann. Von daher passt das schon. Die Haarfarbe. Ihr seht, sie haben hier unten eine Menge Farben. Also ihr könnt hier wirklich dann noch individualisieren, wie ihr wollt. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen zu arg. Lass mal ein ganz normales. So dunkelbraun. Das passt schon. So. Ja. Gut, ich denke, das passt. Annehmen. Gib einen Namen ein. Gut. Name ist natürlich immer so eine Sache. Gut, wir müssen erstmal hier oben die Klasse, glaube ich, auswählen. Kampfeszorn ist so, ich glaube, der typische Krieger. Zauberei sind dann die Magier. Bogenschießen. Wie soll es anders sein, sind dann unsere Jäger, pipapo. Vitalismus scheint dann Heiler zu sein. Ja, genau, ihre Anhänger heilen gefallene Verbünde und so weiter. Okkultismus sind dann, wie immer, die Hexer, Hexen-ähnliche Klasse. Und die Schattenspieler werden dann wohl die Schurken sein, Assassinen, genau. Was wollen wir spielen? Die meisten spielen... Krieger. Dann würde ich fangen wir an mit einem Schattenspiel, mit einem Schurken. Namen dachte ich an Lorenzo. Ja. Gucken wir mal. Charakter erstellen. Und bestätigen.
Sehr schön. So, dann sind wir drauf. Charakter haben wir erstellt. Wir können jetzt nochmal drei andere erstellen. Das lassen wir. Und dann würde ich sagen, die Option gucken wir uns dann mal später an. Ja, wir haben eh nichts geändert. Okay. Und dann rein ins Spiel. Harani schlagen keine Schlacht, die sie verlieren. Vor Äonen, im Krieg zwischen Göttern und Helden, wurden die anderen Völker vernichtet. Aber das Volk, das man jetzt Harani nennt, war schlauer. Sie wussten, wann sie kämpfen oder sich zurückziehen mussten, wie sie überleben konnten. Auch wenn die Paläste in Auroria zu Staub wurden, blieb dieses eine Volk unversehrt. Die Göttin Nui versuchte, alle vor dem Krieg zu retten, ungeachtet ihres Volkes. Aber weder gemeinsamer Kampf noch Flucht konnte die unterschiedlichen Völker vereinen. Die Überlebenden erbauten ein neues Königreich in neuen Landen. Auch dieses Reich wurde zerstört von einem Prinz. Aber nahmen sie Rache? Nein, der Prinz war mächtig. Wer überleben will, schlägt keine verlorene Schlacht. Sie verbrannten ihre Fahnen, überließen ihre Tempel der Wildnis und schufen eine neue Dynastie. Als Harani erschufen sie ein neues und mächtiges Königreich. Überleben und Gedeihen sind die beste Rache. Feinde sahen, wie die Harani mächtiger wurden. Das neue Imperium bot öde Savannen, grüne Steppen, eisige Gipfel und sonnige Felsen. Seit dem großen Exil hatte kein Volk etwas Vergleichbares erschaffen. Es stand an Schönheit und Reichtum selbst Auroria in nichts nach. Bis das Fatale geschah, die Kaiserin starb, der Erbe verschwand, Rivalen teilten sich das Reich. Viele verließen ihre Häuser in der Dschungelstadt. Es galt nicht als Risiko. Wahre Überlebenskünstler überleben überall. Vielleicht sind Kriminelle wie die Schattenfalken nur die Kehrseite. Auch sie tun, was nötig ist, um zu überleben, zu profitieren, zu gedeihen. Sie geben sich mit jedem ab, König oder Bettler, Ritter oder Dieb. Die meisten Harani wissen nicht, dass diese kriminelle Gilde ihren wahren Namen trägt. Auf Auroria waren Schattenfalken vor dem Krieg die ruhmvollsten und legendärsten Überlebenskämpfer. So, das war jetzt das Intro. Ich habe euch mal ein bisschen da lauschen lassen, zuschauen lassen. Ich denke mal, es ist ganz interessant, das auch zu sehen. Und vor allen Dingen, wow, es ist Deutsch. Also, ich muss sagen, ich bin so froh, dass es Deutsch ist. Weil, wenn man sich so ein paar Videos anschaut und das so spielt, auf Englisch geht's noch einigermaßen. Aber dadurch, dass das Spiel eben doch einiges anders macht als die meisten Spiele, ich werde da gleich ein bisschen was dazu erzählen, hilft es dann schon, das auf Deutsch zu sehen und auch so die ganzen Boni zu sehen. Und ja, genau, Arch Age. Was genau fasziniert so ein bisschen daran? Warum ist das eher Sandbox-mäßig? Ganz einfach, man kann hier mit Questen, wie in jedem anderen Spiel, auch aufsteigen im Level und so weiter und so fort. Allerdings läuft hier die Wirtschaft und alles andere wirklich nur rein von den Spielern her. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch auch einer Wirtschaftsgilde anschließen oder selbst ja, Mit dem tasten sozusagen. W als D bewegst du deinen Charakter. Oh, jetzt haben wir Mit sogar den ein Mausbuttons tolles steuerst Tutorial. du Kamera und Blickwinkel. Ihr seht, es schon einiges los hier. Und ja, wie gesagt, ihr könnt das auch über die Wirtschaft machen. Ihr könnt hier anbauen, ihr könnt hier Handelsrouten später einrichten für euch selbst.
Also es gibt so viel zu tun. Ihr könnt auch nicht, sag ich mal, wie ihr wollt, anbauen, sondern das, was ihr anbaut, das muss wachsen, das muss in Echtzeit wachsen. Ihr könnt ja Holz anbauen, ihr könnt Holz abbauen, bis ihr einen Baum, bis der wachsen tut, dauert es ein paar Stunden. Ihr habt hier unten, das kann ich schon mal vorwegnehmen, hier die Arbeit, Arbeitskraft. Steht auch da, du generierst alle 5 Minuten 5 Arbeit, wenn du angemeldet bist. Das heißt, alles, was du hier machst, was mit der Wirtschaft zu tun hat, kostet Arbeitskraft. Und wenn du halt hier leer bist, wenn du keine Arbeitskraft mehr hast, ja, dann kannst du auch nicht weiter wirtschaften. Also das ist schon relativ gut gemacht und du kannst halt wirklich verschiedene Wege gehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen hier mal ganz kurz, hier haben wir dann unsere Quests, hier haben wir dann unsere Karte, die lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen offen. Die Spielsteuerung können wir uns, denke ich, mal sparen. So, hier haben wir dann ganz normal unseren Handel, alles und so weiter und so fort. So, ja. Wie gesagt, ihr seht es auch von der Grafik her, ist alles ein bisschen asiatisch. Ich schau mal, ob ich hier die Karte irgendwo ein bisschen einstellen kann. Marktplatz, Questbuch. Beutel haben wir hier auch, können wir dann glaube ich auch nicht mit einfachen Beuteln erweitern, sondern ihr könnt dann was ausgeben und dann wird das Fach einfach größer, soweit ich weiß. Ihr könnt dann hier auch alles schön sortieren. Wir haben hier derzeit ein Brocken des Herzens, das ist ein Heiltrank, ein Grenzen des Geistes, das ist ein Mana-Trank. Was haben wir denn hier noch? Aha, wir haben unseren Jenseitsstein. Und wir haben hier das Buch der Teleportation. So, was ich jetzt gern wissen würde, wie wir hier die Karte kleiner bekommen. Optionen. Charaktersteuerung passt alles. Verschiedenes. Zeichen können wir dann auch über den Mob setzen. Das können wir auch alles. Von WoW zum Beispiel. Also wenn ich jetzt viel Bezug auf WoW nehme, sehen Sie mir nach. Liegt einfach daran, dass ich das Spiel am besten kenne. Ich habe natürlich auch andere Spiele gespielt, ein bisschen reingeschaut. Damals Star Wars. Die Elder Scrolls Online auch. Und ja, man kennt alle so die Spiele und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, das, was ich hier doch am besten kenne, ist eben das World of Warcraft. Und wir schauen mal, ob wir hier über M. Genau, ändert die Größe der Minikarte. So. Okay, dann lassen wir es mal ganz klein. Ja, deswegen seht es mir nach. Das Tutorial können wir, denke ich mal, überspringen, ist es klar. Ein gelbes ist eine ganz normale Quest. Und ich glaube, die grüne ist, wenn man mit irgendwas interagieren kann. Das ist dann eben das berühmte Rad bei World of Warcraft zum Beispiel. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier unsere erste Quest abholen. Alles klar, ist nichts vertont, kommt aber wohl noch. Gut. Schauen wir mal, was wir denn machen sollen. Dann gibt es frische Drachenbrüche am Ende der Straße. Okay, das ist anscheinend. Klicke mit der rechten Maus, das darf ein NSC, um mit ihm zu sprechen, oder drücke F, um den nächsten NSC in deiner Umgebung zu sprechen. Ist wohl ein Non-Spieler-Charakter. Heißt eigentlich NPC, aber naja. So, wir bekommen ein paar Münzen und ein bisschen EP. Wir können hier auf annehmen oder annehmen, wie auch immer. Und das ist jetzt auch, denke ich mal, relativ neu, dass wir hier auch angezeigt bekommen, wo wir hin müssen, auf dem Boden. Wir können das dann auch hier deaktivieren. Dann können wir, oder könnt ihr dann auch später selbst schauen, wo ihr dann eure Quest erledigen müsst. Hier haben wir es an und dann wird es euch entsprechend angezeigt. Interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Genau. Klicke einfach das Objekt an oder drücke F. Wie gesagt, die blauen sind dann fürs Interagieren. Und wir gehen mal hier einfach zum nächsten Quest-Mob. Ihr seht hier dann oben auch die Entfernung. Ist eigentlich ganz nett gemacht.
Wir haben hier drüben übrigens unsere Buffs. Hier unten haben wir dann unsere ganz normalen Skills. Tanz, schwingt die Hüften. Was haben wir hier? Rückruf. Das ist einfach wie eine Art ja, Ruhestein, kann man so sagen. Spielt ein getragenes Instrument. Okay, benötigt ein Instrument und erzeugt je nach getragenem Instrument unterschiedliche Gebietseffekte. Ah, interessant. Hier sind unsere Tränke. Und hier ist dann unser Sport. Zack. Okay. Alles klar, das hält wo so lange, wie wir rennt. Und jetzt kam mein Rechner nicht hinterher. Alles klar. Na, ich wollte es nicht rausnehmen, sondern aktivieren. Ja, also das heißt, das hält jetzt keine... Doch, es hält bloß eine bestimmte Zeit, alles klar. Gut, haben wir das auch getestet. Ich wette, das steht auch da. Bürger verbraucht kontinuierlich Mana. Okay, alles klar. Wird aufgehoben, wenn du ein Skill benutzt oder Schaden nimmst. Lässt sich nicht im Kampf einsetzen. Gut, dann haben wir hier unsere ja, Angriffe sozusagen. Können wir dann erst aktivieren, wenn wir entsprechenden Gegner im Target haben, also im Ziel haben. Deswegen ist es hier noch ausgegraut. Was haben wir hier noch? Wir haben hier dann noch einfaches Treten, das Unterbrechen. Genau. No, nicht mal, fügt gestolperten Zielen 300 Schaden zu. Okay. Damit werden wir uns dann auch gleich mal vertraut machen, aber erstmal, wie gesagt, hier unsere Quest abgeben. So, ja, wir sind bereit, unser Schicksal zu erfahren. So, ich denke mal, das wird hier noch ein bisschen besser gemacht werden. Das ist hier noch ein bisschen suboptimal gelöst mit dem Hoch und Runter. So, was haben wir denn? Wie gesagt, ich tue das jetzt nicht alles hier vorlesen. Weil wir wollen ja eigentlich hier ein bisschen was vom Spiel sehen und nicht gerade die Quest. Wähle eine Drachenfrucht. So, dann schauen wir mal. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. Okay, alles klar, ihr habt es gehört. Mit F tun wir alles plündern, mit G können wir auswählen. Und hier habt ihr dann dieses blaue Ausrufezeichen sozusagen, was dann euch anzeigt, hier könnt ihr entsprechend was plündern, interagieren, was auch immer. Gucken wir mal hier rein. So. Und dann heißt es wieder zurückgehen. Mit Lageradministrator Hassan. Das ist immer wo anscheinend falsch. Ach, da ist auch der Pfeil. Okay, den hat man jetzt relativ schlecht gesehen. Ah, hier sind wir ja gleich. Okay. Ja, Lorenzo ist noch ein bisschen blind. Gut, schauen wir mal. Okay, schön. Gibt auch ein paar Sequenzen. So, was haben wir denn Schönes erbeutet? Lass mal sehen. So, ja, zeig mal, was uns hier erwartet. Ja, Blick in die Zukunft. Wollte er uns jetzt nicht sagen, was uns hier erwartet? Okay. Ich dachte, wir bekommen jetzt hier irgendwie was gesagt, was uns erwartet demnächst. Offensichtlich nicht. Dann gehen wir mal zum nächsten Questmob. So, unbekannte Art und ich glaube, sie machen die Abbaumaschine kaputt. Alles klar. Nehmen wir einfach mal an. So, ich muss sagen, das Spiel läuft erstaunlich flüssig. Ich habe, wie gesagt, nicht gerade hier den Superrechner. Und ist auch relativ viel los, wie ihr seht. Und
So vom Spielerischen her ist es okay, so circa 25, 30 FPS. Das ist wirklich okay. So, und ihr seht, hier geht's auch schon los. Schürfe in einer unbekannten Ader. Gut, dann haben wir dann hier auch und wieder unser blaues Ausrufezeichen und wir schürfen einfach mal. Und wieder zurück, sprich mit Steinbruchaufseher Tamor. Wo steckst du denn? Ja, ich denke, wenn das dann mit der Schrift vielleicht ein bisschen angepasst wird und das auch dann vertont ist, dann macht das schon auch Spaß. Ich bin gespannt, inwieweit die Quests dann sich von diesen typischen Sammel- und Töte-Quests abheben. Das hat ja vor allen Dingen meiner Meinung nach Elder Scrolls Online sehr gut gemacht gehabt. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich für dein Volk bestimmt. Quests mit gelben Markierungen sind regionale Quests. Quests also ich hab mit das Blumenmarkierungen sind Handwerksquests. Gut, ich habe das jetzt mal ein bisschen euch anhören lassen, dass ihr das auch ein bisschen was mitbekommt. Ich denke mal, gerade für die interessant, die jetzt nicht an der Beta oder an der Alpha teilnehmen, die einfach nur warten, bis das Spiel raus ist, die sich ein bisschen informieren wollen, ist es ganz interessant, wie hier so die Steuerung funktioniert. Also die grünen Ausrufezeichen stehen für unsere Völkerquests, hier in dem Fall für uns für die Harani. Die gelben ist ganz normal ja, für die Region und dann gab es auch noch ein paar Handwerksquests. Und wir gehen jetzt mal hier das abgeben. Also was ein bisschen irritierend ist, der setzt dann hier, wenn wir den ansprechen, ganz runter die ja, hier den Text sozusagen. Gut, wir bekommen hier einen Mana-Trank, das ist sehr schön. Hast du noch was für uns? Nein, hat nicht. Dann gehen wir hier weiter. So, er muss in Hathora eine Lieferung abholen. Ich nehme an, das ist wieder ein Bodengang. Und was hat sie hier? Ein verbisster Hund. Lorenzo, hast du Toto gesehen? Mein Welpen, ach Gott. Ich habe ihn in der Nähe bellen hören, kann ihn aber nicht finden. Ja, du bekommst keinen Ärger, wenn du dann aufmerksam bist. Ich suche deinen Hund. Okay, wir können hier anscheinend dann mehrere Optionen wählen. Ja, muss man dann wahrscheinlich hiermit weiter bestätigen. Und hier können wir dann direkt annehmen. So. Dann schauen wir mal. Geht beides in die Richtung. So, wir sollen hier die Straße sichern. Lauft nach Hathoria. Straße nach Hathoria sichern. Fortschritt 0 von 100. Besiege Clan-Meuchler und sammle Diebesgut auf. Okay, das werden wir als erstes machen. Jetzt kommen wir dann auch jetzt zum ersten Kampf. Ja, mit dem kommt er sich schon. Ich würde sagen, wir machen das mal hier. Bisschen alleine. Versuche im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen den einzelnen Skills. Genau, ihr habt es gehört. Das heißt, jetzt wählen wir hier an. Ihr seht, wir können jetzt Bogenschießen machen. Sobald wieder der gute Herr hier in Nahkampfreichweite ist, werden auch die anderen Skills aktiv. Hier habt ihr dann nochmal automatischer Angriff im ersten Platz deiner Shortcut-Leiste, um automatisch ein gültiges Ziel anzugreifen. Ja, das ist dann wahrscheinlich der hier. Gut, und die kloppen uns gerade alles in ein bisschen weg. Und ich sage, legen wir mal hier los. Also ihr müsst hier, wie gesagt, immer wieder selbst schießen. Das heißt, es ist nicht so wie in World of Warcraft. Oh, die hauen aber schon richtig gut rein hier. Level 3. Wir sind Level 2. Ja. Warum denn nicht? Geldbörse des Farmers. Alles nehmen. Ja, und wie gesagt, ihr müsst hier die Skills selbst auslösen. Das heißt, es bringt nichts hier irgendwie mit Autoschlag oder alles. Und wir sollen... Okay, 20 von 100, das heißt... Das ist dann hier wohl... Komm, helf mal hier mal.
So. Das heißt, das ist dann, wo wie weit wir die Straße lang gelaufen sind. Besiege Clanmeuchler, steht jetzt hier nichts da. Wie viel? Und sammle Diebesgut auf, auch nicht. Ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, die Markierung. Ihr seht hier, das Grüne geht noch. Das Rot jetzt ein bisschen schwerer. Ja, jetzt passt es wieder. Ja, das Problem ist halt, die sind halt doch recht stark. Die sind Level 3, wir sind erst Level 2. Die haben wir ganz schön eben auf die Schnute gehauen. Hier haben wir Toto. Den Welpen. Komm her, Toto. Ah, da bist du ja. Okay, Belohnung nehmen. Toto bellt mich verrückt. Was ist? Hey, da liegt ja eine Leiche. Okay. So, und hier habt ihr dann immer noch ein bisschen Lokalisierungsfehler. Aber das macht nichts. Ist der tot? Ja, sieht so aus, wenn es eine Leiche ist. Die versiegelte Kiste in meiner Jacke. Was, die dürfen sie nicht haben? Ich dachte, er ist tot. Mist, er ist fort. Okay, er hat offensichtlich sein Leben gegeben, um den Inhalt dieser Kiste zu beschützen. Skillpunkt. Skills aufrufen. So, dann schauen wir mal. Das ist jetzt hier ganz normale Skillen. Ihr könnt dann später, vor allem das hier ist interessant, diese Fertigkeiten, die steigern sich mit dem, was ihr benutzt. Das heißt, ihr könnt ja theoretisch alles steigern. Aber nur, indem ihr es dann auch entsprechend die Berufe zum Beispiel auswählt. Das Fischen, Maschinenbau, Bergbau. Also ihr seid hier nicht limitiert auf ein Paar, dass ihr sagen könnt, okay, ich mache nur den Beruf, nur den Beruf, nur den Beruf. Sondern ihr könnt hier wirklich auswählen von allen her, was ihr machen wollt und könnt alles skillen. Sprache ist okay, das ist, je nachdem, wie ihr es halt versteht. Hier haben wir Emotionen. Haben wir sogar eine ganze Menge. Nicht schlecht. Hier haben wir dann einfache Skills. Das ist dann wahrscheinlich hier das, was wir können. Und das sind die Kampfskills. Neue Skillsets auf 5 und neue Skillsets. Okay, haben wir 2 dann anscheinend. Wir haben hier verfügbare Skillpunkte 1. Können dann wahrscheinlich hier entsprechend den Rang erhöhen. Überwältigen löst einen Sprung auf einen Feind aus. Der, ich würde sagen, wir nehmen mal hier überwältigen. Also, setzt du im Kampf Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein, kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Okay, das haben wir jetzt auch gehört. Das ist dann sowas wie an den Gegner ranspringen anscheinend. Gucken wir auch nachher mal. So, dann machen wir hier mal weiter. Ich habe hier Bedenken, ob wir das schaffen oder nicht schaffen. Gegen 3. Zur Not können wir ja auch uns ein bisschen dann verpissen. Das macht er nicht. Ah, okay, die kommen nur einzeln, wie es aussieht. Das passt schon mal. Gut, da brauchen wir uns da nicht so viel Sorgen machen. Okay, jetzt gucken wir uns mal den Skill an. Funktioniert auf circa 10 Meter. Ja, springt ran. Und macht gut Schaden. Und hier haben wir dann so quasi unseren Finisher, wie ich sehe. Mit der Geldbürste des Farmers. Probieren wir gleich nochmal. Ranspringen, ein bisschen aufbauen hier und dann. Ja, also läuft ganz gut. Okay, alles klar. Abschließend die Straße sichern, das war's schon. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ah, er hier. Geldbörse des Farmers, okay.